Ja, hallo, erstmal. Ja, ich war überwältigt und begeistert, wie zahlreich mein erstes Uni-Video angeschaut wurde. Vielen Dank für viel Feedback, konstruktiv und wirklich sachlich und fair wurde damit umgegangen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wollte dem Ganzen heute nochmal eine Chance geben, habe das Ding nochmal ausgepackt, grundgereinigt, wie ich immer sage, und angefeuert. Hab dazu ein paar Videos gemacht und ja, aus der Laune heraus auch eine kleine Überraschung entwickelt. Schaut's euch mal an. Ja, vielleicht ist euch was dabei, informativ oder was auch immer. Schaut's mal an und ja, würde mich freuen, wenn es wieder so zahlreich geteilt und geklickt wird. Und ja, wenn es gefällt, liked's halt und so, das Übliche. Ansonsten viel Spaß beim Anschauen und bis bald mal. So, und das ist das typische Bild jetzt. Die Flammen schlagen hinten raus. Also hinten haben wir richtig viel Flamme. Und wenn wir vorne in den Brennraum reinschauen, da ist mal gar nichts. Da hinten sieht man dann die verglimmenden Pellets. Die Lösung ist, und das war ja mein Lösungsansatz oder Versuch, dass die verbrannten Pellets schneller hier hinten durchfallen. Das ist regulierbar, in Anführungszeichen, hier, indem man hinten so ein bisschen rumstochert. Ja. Ich habe mir das einfacher gemacht, indem ich ja die Schlitze vergrößert habe. Kann man machen, muss man nicht. Ist natürlich jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, im Endeffekt kostet ja alles Geld. Und das ist jetzt nicht mein Anspruch dabei, dass ich irgendwie. Das. Ja, auf jeden Fall finde ich das ein bisschen bescheiden, dass das so ist. Und ja, wie gesagt, also wir hatten hier vorhin bald 500 Grad drin. Also 400, hohe 400. Und jetzt kommt hier auch wieder die Flamme. Jetzt sehen wir aber da das Problem schon. Jetzt gehen wir wieder auf 301, über 300 Grad. Aber haben jetzt hier schon die Pellets im Brennraum liegen. Jetzt kannst du natürlich schauen, wie du den Scheiß hier wieder rauskriegst. Hier mit dem Pizzawender kann man sich da natürlich behelfen. Aber Leute, ich sag mal, das Ding kostet auch Geld. Und dafür jetzt irgendwie 300 Euro ausgeben. Ne, also muss ganz ehrlich sagen, ich bleibe bei meiner Meinung. Ich weiß, es waren auch ein paar andere dabei, die das anders gesehen haben. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich habe da auch wenig Lust drauf, da immer wieder irgendwie in den Pellets rumzustochern. Ich muss auch ständig hier oben den Hopper bedienen. Also auch das, wenn man denkt, Moment, hier so. Also das ist der Hopper. Ja. Und jetzt versuche ich mal mit meiner Hand. Oder geht ja so. Dann kann ich hier, muss ich immer schauen, dass die auch wieder nachfallen. Um Gottes Willen das Ding nicht voll machen. Dann funktioniert das noch viel weniger. Also insofern natürlich, ich habe mich auch mal darüber gefreut, ist gar keine Frage. Leute, macht mir Angebote, kommt das Ding abholen. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr Lust auf sowas habt, nehmt die Gasvariante. Macht's richtig oder lasst es. Das Ding ist schon so ein bisschen frustrierend. Ich meine, man gibt sich mal viel Mühe mit Teig und alles und immer machen und ja, hat dann jedes Mal so einen
hantiere auch damit. Ne? Also mir macht es keinen Spaß. Angebot, nennt mir eine Zahl. Der, der die größte, höchste Zahl nennt, der bekommt das Ding, kann das Ding gerne holen kommen. Muss darauf hinweisen, dass ich nur hinten hier bei dem Ding, hier ist ja die Pelletablage und da sind ja, weiß nicht, ob man das so sieht, ne, sieht man nicht, da sind ja Schlitze drin, damit die verbrauchten Pellets durchfallen, nach unten hier, wie das hier auch geschehen ist. Die unteren Schlitze habe ich, beziehungsweise die Schlitze habe ich vergrößert, so dass sie leichter durchfallen können. Ist nicht verkehrt von der Herangehensweise, aber bringt einem keinen signifikanten Unterschied oder Verbesserung. Ja, man sieht es auch hier, finde ich auch jetzt so ein bisschen, sieht man es, ja, ein bisschen schärfer. Hier schlagen halt die Flammen raus und der Korpus, der verbrennt da auch sehr leicht. Und ja, wie gesagt, also finde es schade. Meinen sie es nicht? Nennt mir eine Zahl, kommt's holen. Und ja, wenn jemand Bock darauf hat, sich das anzutun, ich nicht. Viel Spaß damit. Ach ja, und diese Qualmerei, das müssen die Nachbarn natürlich auch cool finden. Das ist echt, naja, schwierig. Also, wie ihr gesehen habt, habe ich wirklich gar keinen Bock mehr auf das Ding. Habe jetzt auch genug darüber erzählt, möchte auch nicht weiter irgendwie noch Videos darüber machen. Habe mich heute wieder sehr geärgert. Anfänglich war es okay, aber wie schon öfter beschrieben. Es ist halt, irgendwann fängt das Ding an zu qualmen, die Flamme geht aus, schlägt hinten raus, es fällt nicht sauber durch. Und sorry, das habe ich von Anfang an gehabt. Um heute das Ganze auch wirklich so zu betreiben, dass mir nachher, das gab es ja auch schon, nicht jemand sagt, ich habe die falschen Pellets oder zu nass oder was auch immer genommen. Ich bin sogar hingegangen, nachdem die auch über den Winter trocken gelagert wurden, natürlich in der Gartenlaube, okay, habe ich die Pellets heute Morgen in den Ofen gelegt, bei 40 Grad, 2 Stunden, noch weiter trocknen lassen, also die sind sehr gut angegangen, haben sich super zünden lassen, insofern war das überhaupt kein Thema. Die waren wirklich trocken, trockener als jemals zuvor und daran liegt es definitiv nicht. Insofern, ja, wie gesagt, keine Lust mehr drauf. Das war jetzt die letzte Pizza, die ich mit dem Oni Fira gemacht habe. Ja, das war's, also Oni Fira, Oni, ihr seid nicht los. Ich werde da keine weiteren Videos mehr zu machen. Ich werde, wenn das Ding weg ist, allerdings wieder einen Pizzaofen haben wollen, aber diesmal mit Gas und ja, wie gesagt, also dann mache ich irgendwie was anderes. Ne? Mal schauen. Insofern bis Karfreitag 0 Uhr, also in der Nacht, Donnerstag auf Karfreitag 0 Uhr. Bis dahin habt ihr Zeit, irgendwie eure Höchstgebote zu nennen. Macht es einfach. Der die höchste Zahl nennt, bekommt das Ding. Und bis dahin viel Spaß. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis